Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe so lange nicht aufgenommen, ich weiß gar nicht, was letzte Folge passiert ist so genau und wie und I don't know, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder aufnehmen zu können. Ich habe es ein bisschen vermisst. Es ist jetzt in dieser Nacht bislang nichts passiert, also das Kind ist halt aufgewacht und lernt jetzt erstmal fleißig weiter an seinen Fähigkeiten, damit wir ihn bald auch altern lassen können. Und sie ist ja noch schwanger, wie ich gesehen habe. Das heißt, wir erwarten diese Folge auch ein Kind. Und eventuell können wir ja auch mal wieder Leute aus dem Haus werfen. Weil ich meine, sie steht sehr kurz davor und er bräuchte noch eine Fähigkeit, aber dann wäre er auch schon sehr nah dran. Und ich habe eben die Meldung bekommen, dass Jasmin eine Phase durchmacht und jetzt auch als Bärchen rumläuft. Ich meine, soll sie machen, was sie will, ne? So, die Kinder sind jetzt auf zur Schule. Wir müssen noch gucken, wer unser nächstes Opfer wird. Also, so Sachen wie der Arzt hier, das ist ja Nubuya. Oder wir könnten ihn hier noch, das war ja eigentlich die Person, die unser erstes Opfer werden sollte, aber es hat ja nicht so gut funktioniert, weil er verheiratet ist. Mit Betören sollte es aber ganz gut klappen, deswegen wäre er auch eine Sache, die funktionieren könnte. Oder Sean, das entscheiden wir einfach dann spontan. Uns fehlt auch nicht mehr so viel Geld und dann können wir endlich umziehen und ich freue mich einfach so sehr, ne? So, und ich lasse sie jetzt erstmal wieder ein bisschen Sport machen, weil das wäre mal ganz schön, glaube ich. Weil, wie gesagt, ich glaube, also nicht, dass Dicksein irgendwie was Schlechtes wäre, aber ich glaube einfach, dass sie sich gerade nicht so wohl fühlt in ihrem Körper und deswegen würde ich das jetzt so gerne machen. Und danach kann sie das hier dann auch reparieren. Juhu. Und außerdem macht es ihr Spaß. Das ist doch auch schön. Ich denke, in Sims 4 gibt es ja ein Kaloriensystem. Und ich denke, wir werden einfach mal ein paar gesündere Gerichte kochen. So Salat und sowas. Halt mehr. Weil ich denke, das hilft ihr dann auch. Dann kann sie das reparieren gehen. Und eigentlich könnte sie danach einfach mal joggen. Ach, joggen kann sie nicht. Weil sie schwanger ist. Okay. Alles klar. Gut, dann können wir das aber immer noch mal irgendwann machen. So, dann kann sie ja einfach mal wieder ein bisschen programmieren. Dann lernt sie das weiter und sie kriegt so ein bisschen Kleinvieh. Aber ja, wir kommen den ganzen dann näher, dass wir unser Haushalt dann kaufen können. Ist meines Ziel nur noch so 40.000 circa. Und ja, also ich würde sagen, wir machen so bis 130.000 sparen wir. Und dann gucken wir, wie viel wir mit unserer Einrichtung halt noch dazu bekommen und da können wir vielleicht dann schon umziehen. Weil ich finde, an 10.000 kommen wir noch ganz gut ran. Kann jetzt Viren programmieren, also sie. Ich denke mir so, okay. Yay, das hat jetzt schon 44 gebracht. Ich will aber kein Virus programmieren. Na, okay. Sie so, ich brauche das Geld. Eigentlich will ich es nicht machen, aber eigentlich auch doch irgendwie. So, es gab gute Noten. Aber ich glaube nur für sie. Aber dann kann sie ausziehen. Ja, genau. Gut, dann holen wir den Kuchen. Die anderen haben es leider alle nicht geschafft. Sad life. So, dann, ihr Projekt wurde dann zwar nie zu Ende gestellt, aber dann können wir das halt so verkaufen. Yay! Und sie ist ein guter Sim. So, dann bitte Geburtstagskerzen neue hinzufügen. Vielen Dank. Und, wir sehen uns dann. Tschüss! So, das können wir für 100 verkaufen und das hat sie kaputt gemacht. Deswegen verkaufen wir das auch für 100. Yay. Okay. Okay, die sitzen alle hier. Gut zu wissen. Jasmin möchte ihr Bärenkostüm tragen. Sie trägt es doch. Was ist denn ihr Problem, Alter? Ich entferne ihr Moodlet. Das funktioniert nämlich so nicht. Er müsste gleich sein Level steigen für Malerei, damit er weiterkommt, ne? Komm. Ja! Finally. Viren haben ihr 96 eingebracht. Juhu. Und ich habe jetzt gedacht, sie lernt einfach mal backen, weil warum eigentlich nicht so? Weil ich meine, sie kann kochen und sie kann Gourmet kochen. Dann könnte sie ja auch backen lernen, weil es klingt einfach realistisch. Ja, sie hat direkt Level 2 erreicht. Cool. So, die Kinder gehen jetzt gerade zur Schule und ich würde sagen, ich werde sie alle fleißig lernen lassen, weil dann ist es wahrscheinlicher, dass sie dann in die nächste Dings kommen, also eine neue Note haben. Genau. Und dann eventuell, wenn sie Einser sind, können sie dann ja gealtert werden. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. So, erstmal das Kind baden und dann können wir noch ja, den ganzen anderen Zeug putzen. Weil irgendwie haben die Kinder alles schmutzig hinterlassen. Wo ich mir so denke, so okay, girl, was ist eigentlich euer Problem? Kompost, das klingt sehr schön. Denn das heißt wahrscheinlich Geld für uns. So, dann fehlt hier nur noch Bewegung. Das kriegen wir aber hin. So, es wird alles aus dem Briefkasten geholt, aber das ganze Zeug befindet sich wahrscheinlich in meinem Inventar. Und damit liege ich richtig. Da haben wir die 400, das können wir noch verkaufen und das auch. So,
dann kann sie auf jeden Fall erstmal noch einen Virus programmieren. So, gute Noten. Es hat sie etwas mitgehen lassen und gute Noten. So, du bist immer noch Zweier. Sie ist Einser. Sie ist Einser. Sie ist Zweier. Sie hat was mitgehen lassen. Ein Buch, das können wir verkaufen. Das interessiert mich nicht. Ihr zuallererst. Yay, dann kann sie nämlich das Haus verlassen. Und David hat auch gleich Level 3 in Bewegung. Das heißt, er hat dann auch überall das. Und das heißt, ihn können wir dann auch direkt altern lassen. Sehr, sehr schön. Ja. So, Girl. Du bist ein kindisches Kind. So, komm ran, Girl. Yay. Dann gibt's ein Makeover. Woo. Aber mache ich dann auch mit dem kleinen Kind zusammen. Auf jeden Fall. Okay, und sie ist das und sie bekommt das hier. Genau. So, und du kommst weg. Ich lasse sie mal zur Musik wippen, weil ich glaube, das bringt ihm sogar noch ein bisschen mehr als das Tablet. Aber wir werden sehen. Wir sind so ein kleiner Haushalt gerade, ne? Das ist so ungewohnt. 129. Yeah. Oh, und sie ist dead. Du hast es gleich. Komm. Yes! Er hat es. Dann darf Mami aber kurz mal nicht schlafen gehen. Die möchte einmal kurz helfen, Kerzen auszublasen. So, mein Lieber. Du bist jetzt auch älter. Yay! So. Das und das da. Wow! Wir gehen in den Creative Sim. By the way, Jasmin ist einfach richtig hot, to be honest. So, also, ja, ich hätte sie vielleicht nicht so unbedingt so erstellt, aber eigentlich ist es schon geil. Geile! Oh, die Wehen. Ja, bitte einmal ins Krankenhaus. Ja. Wir gehen alleine. Der neue Ladebildschirm ist so viel besser, ne? Man kriegt nicht mehr ganz so viel Krebs, wenn man ihn anguckt. Huh! So, du gehst schon mal hoch. Damit du dich gleich anmelden kannst. Also jetzt so sieht das halt auch nochmal richtig sweet aus, ne? So ohne Schnee. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Krankenhaus, bis auf, dass die Lampen halt nicht so hängen, dass man da halt hinkommt. Aber jetzt geht's ja. Wir stellen uns ihm auch einfach mal vor. Weil ich meine, wir haben als Ziel hier, sich Leuten vorzustellen. Und er ist ein Typ, der potenziell unser Baby Daddy sein könnte. Deswegen. Why not? Ich glaube, es hat nicht funktioniert mit dem Hi sagen. Aber das ist okay. Ich glaube, es gibt gerade Wichtigeres zu tun, als anderen Leuten Hallo zu sagen. Okay, wir gehen jetzt doch in den anderen Raum. Letztes Mal waren wir in dem Raum. Okay. Na du? Wir sind gute Freunde geworden. Yay, du hast schon so viele Kinder von mir auf die Welt gebracht. Da sind wir jetzt Freunde. Woo! So, was haben wir denn da? Ein weiterer Junge. Wie wär's denn mit Earl? Oh, noch ein Mädchen. Und sie nennen wir Lila. Ja, wir haben Zwillinge bekommen. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 17. Noch drei Kinder und wenn du die bekommst, ein Makeover. Yes. Oh, sie sagt ihm jetzt trotzdem doch nochmal Hallo. Das finde ich okay. Da können wir ihn ja auch eigentlich direkt als Baby Daddy nehmen, oder? Wenn wir jetzt eh schon mit ihm plaudern. So, na, was geht? Oh. Nein! Spiel, warum lässt du das zu? Naja, egal, dann halt kein Kind mit ihm jetzt gerade. Müssen wir halt jemand anderen wählen. Aber eigentlich
Könnte ich auch jetzt schon mal nachgucken, ob wir in das neue Haus ziehen können. Und dann können wir da auch direkt einweihen und dort ein Kind zeugen, oder? Wir gucken einfach mal. Haushalt umziehen lassen. Hallo. Weil... Nein, warte! Noch nicht. Weil wir brauchen erstmal ein paar Sachen in unserem Inventar. Weil ich würde gerne den PC behalten. Das hier. Und unseren Mülleimer. Weil den habe ich ja nicht platziert gehabt. Das wollte ich ja dann machen, aber es wäre einfach sinnvoller, wenn ich den einfach so mitnehme. Ja, okay. Jetzt können wir das machen. Jetzt können wir gucken, ob wir genug Geld haben. Aber es könnte schon, glaube ich, hinkommen. Weil ich meine, wir haben ja dann doch ein paar Sachen, die wir verkaufen können, ne? Möbel verkaufen, dann haben wir noch 73 verbleibendes Budget. Wuhu! Perfekt, Alter, das nehme ich doch. Wir ziehen um, Leute, ich kann es kaum fassen. Ich bin so glücklich. Und den drei Kindern gibt es ein Makeover. Ich freue mich so. Oh mein Gott. So, die Babys muss ich erstmal suchen. Falls ihr das Haus nochmal genauer unter die Lupe nehmen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, weil ich habe ein Speedbild dazu gemacht. Und das könnt ihr euch natürlich angucken. So, das kommt erstmal dahin. Wo sind denn die Babys? Ja. Die kommen erstmal. Wir haben irgendwie nicht so viel Platz in ihrem Zimmer, ne? Hört die einfach erstmal in den Flur, Alter. Oder wenn wir lösen das mit Baby.moveObjects. Den Spiegel, den können wir dann zwar nicht nutzen, aber das interessiert mich ja gerade nicht. So, die kommt einfach wieder da drauf. Und den PC, den baue ich halt irgendwann mal auf. I don't know. Weil ich wüsste jetzt noch nicht, wo ich einen Schreibtisch hinpacken wollen würde. Aber ja. Dann rufen wir gleich einfach mal Sean ein, der jetzt kein Nachbar mehr von uns ist. Sie hat keinen Bock auf neue Geschwister. So, die werden... Oh, es ist sehr, sehr spät. Ups. Aber egal, dann rufe ich ihn halt morgens an. Auf jeden Fall, ich bin sehr froh, dass wir jetzt endlich im neuen Haus sind. So, erstmal wieder Geld durch Müll machen. Yay! Mich stört es so, dass er so krisselt und so, ne? Aber oh. Ich weiß halt echt nicht, woran es liegt, aber es wird schon okay sein. So, alle gehen jetzt in ihre Zimmer. Ist jetzt ja unterteilt in Geschlechter. Hat sie gemeistert, wie man mit Stäbchen isst? Ja, Stäbchenprofi, cool. Es ist 7 Uhr. Ich denke, das ist eine Zeit, wo man sich mal schon jemanden einladen kann. Deswegen rufen wir Sean an. Sean ist gleich da. So, und dann müssen wir ihn erstmal kennenlernen. So, wir betören ihn einfach mal direkt. Wir kennen uns ja noch gar nicht so gut. Er ist auf jeden Fall geil. Das ist gut. So, dann können wir jetzt schon den ersten Kuss erleben. Das wäre der erste Kuss auf diesem Grundstück. Huh. Und es kommt schon wieder nicht der Sound, aber ich glaube, es funktioniert. Yes. Und dann können wir ein Baby im Whirlpool machen. Wie wäre es das? Wie wäre das denn? Im Whirlpool hatten wir nämlich auch kein Kind gezeugt bislang. Nice. Okay, ich glaube, die beiden sind ready. Und wir sehen jetzt zum ersten Mal ihren Badeanzug. Ja. Yes. Das wird was. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir schwanger sind. Aber das kriegen wir ja alles hin. Dafür gibt es den Schwangerschaftstest ja. So, ist sie schwanger? Ist sie schwanger? Komm, 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 bitte, 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 bitte. Ich brauche es. Ja! Sie ist schwanger. Ich beende die Folge dann auch einfach mal hier, weil, I mean, es ist jetzt schon wieder so, dass es jetzt tagsüber ist und ich habe schon wieder eine Weile aufgenommen. Deswegen machen wir einfach beim nächsten Mal hier direkt weiter, da wo wir jetzt gerade stehen. Und ja, wir erwarten dann noch ein weiteres Kind und ich freue mich. Wir haben Zwillinge bekommen mal wieder, das ist auch sehr, sehr schön. Und noch drei Kinder und es gibt endlich ein Makeover und wir sind endlich im neuen Haus. Und oh, ich freue mich immer so, es ist einfach so schön. Ich bin einfach super glücklich, dass das jetzt so geklappt hat. Erste Aufnahme und direkt ist so viel passiert. Also erste Aufnahme seit einiger Zeit. Aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass das so gekommen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.